Wir zeigen euch heute den Aufbau der Weber Expert Serie SJC 10XL 4.5M, einer 2-Säulen Hebebühne. Zuerst müssen an die Säulen die Hubsäulenaufsätze montiert werden, da die Hebebühne eine Säulenhöhe von 4,5 Metern hat. Verschrauben Sie beide Teile miteinander. Entfernen Sie die Leitungsabdeckung . Führen Sie nun den Hydraulikschlauch von oben in die Hubsäule ein. Nun schrauben Sie die Halter für die obere Seilführung an den Kopf der Hubsäulenaufsätze an. Ziehen Sie das Kabel zur Ansteuerung der Sicherheitsklinke ebenfalls von oben ein. Danach kann die erste Säule aufgerichtet werden. Wir drehen das Liefergestell um, damit die Steuersäule leicht herausgehoben werden kann. Schrauben Sie die Steuersäule aus dem Gestell und setzen Sie den Aufsatz auf die Säule. Nehmen Sie auch hier das Blech für die Verkabelung ab. Verschrauben Sie den Aufsatz mit der Säule. Achten Sie auf diese Aussparung, die sich nur an der Steuersäule befinden muss. Montieren Sie den oberen Endlagenschalter in der Steuersäule an dem dafür vorgesehenen Befestigungspunkt. Dafür ist auch die eben genannte Aussparung. Führen Sie das Kabel von oben in den Hubsäulenaufsatz. Den Schalter lassen Sie erstmal so liegen, dass er nicht beschädigt wird. Schrauben Sie auch an dieser Säule die Halterung für die obere Seilführung an. Nun stellen Sie die Säulen an dem vorab ausgewählten Platz auf und sichern diese gegen Umfallen. Ziehen Sie die obere Seilführung so weit auseinander, dass Sie diese mit den Schrauben aus dem Kleinteilset verschrauben können. Legen Sie die obere Seilführung an den Fuß der Hubsäulen und richten Sie diese nochmals aus. Nun entnehmen Sie die Ausgleichsseile aus den Säulen und heben Sie die Hubtische in die erste Sicherheitsraste. Überprüfen Sie nochmals die Ausrichtung der Hubsäulen, um diese im Anschluss zu verankern. Nun legen Sie die obere Seilführung auf die beiden Hubsäulen und befestigen diese auf beiden Seiten. Im Anschluss können die Gleichluftseile verlegt werden, beachten Sie dafür auch das Schema in der Bedienungsanleitung.
Legen Sie die Gleichlaufseile im Inneren der oberen Seilführung lang, führen Sie das Ausgleichsseil von der Steuersäule zur Folgesäule und im Anschluss von der Folgesäule in die Steuersäule. Jetzt können die Ausgleichsseile mit der Mutter in jeder der beiden Hubsäulen gleichmäßig gespannt werden. Nach dem Spannen muss die jeweilige Mutter gekontert werden. Wir empfehlen am Ende der Montage die Gleichlaufseile mit Seilfett zu fetten, um Verschleiß und Korrosion vorzubeugen. Nun montieren Sie die beiden Halter an der oberen Seilführung. Setzen Sie das Betätigungsrohr zwischen die beiden Halter. Die beiden Arretierungsringe müssen von innen oder außen mit etwas Spiel zum Halter montiert werden. Demontieren Sie nun den Schalter und führen Sie das Kabel durch die dafür vorgesehene Durchführung in der oberen Seilführung. Bauen Sie den Schalter wieder zusammen und montieren Sie diese an dem Halter. Überprüfen Sie nach der Montage und Verkabelung den voreingestellten oberen Endlagenschalter auf festen Sitz und Funktion. Schrauben Sie die Befestigung für den Hydraulikschlauch von der Unterseite der oberen Seilführung nach oben. Verbinden Sie nun alle Steckverbindungen. Die Steckverbinder sind nummeriert und kodiert, sodass ein fehlerhaftes Anschließen nicht möglich ist. Nun schließen Sie an der Folgesäule den Elektromagneten per Steckverbindung an. Die Abdeckung für den Elektromagneten kann wieder angebracht werden. Und das Kabel verlegen Sie über die obere Seilführung bis zum Schaltstand auf der Steuerseite. Montieren Sie das T-Stück des Hydraulikschlauches, es verbindet die Zylinder in den beiden Hubsäulen mit dem Hydraulikaggregat. Nun fixieren Sie das T-Stück mit einem Kabelbinder an den Befestigungssteg im Leitungskanal. Ziehen Sie nun die Kabel durch die Öffnung der Leitungsabdeckung und befestigen Sie die Abdeckung wieder. Verlegen Sie die Kabel auch in den unteren Leitungskanal. Füllen Sie nun das Hydrauliköl in den Öltank. Bringen Sie die Kabelabdeckung an und montieren Sie die Türschutzgummis. An beiden Hubsäulen können Sie im Anschluss die Halterung für die Tragarmverlängerung montieren.
Jetzt können die Tragarme eingesetzt werden. Die kurzen Tragarme werden in Fahrtrichtung nach vorn zum Motorraum montiert. Achtung, der Bolzen rutscht durch, da er keine Auflagefläche besitzt. Für die Montage können Sie etwas unterlegen, um die Tragarmverriegelung dauerhaft zu lösen. Drehen Sie den Zahnkranz in die Nut des Bolzens ein, richten die Gewindelöcher mit einer Schraube aus und lassen die Tragarmarretierung einrasten. Es ist darauf zu achten, dass die Zähne gut ineinander greifen. Jetzt können Sie die Schrauben festziehen. Durch die Montage der Fußabweiser an dem Tragarm entfällt der CE-Stoppschalter. Zum Fertigstellen der Tragarme setzen Sie die Tragteller ein. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme und Kontrolle kann nun das Säulenabdeckband in den beiden Hubsäulen montiert werden. Lassen Sie das Band durch den Hubtisch gleiten. Verschrauben Sie es mit den beiliegenden Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben am Säulenfuß. Am Säulenkopf wird es mit den Hakenschrauben montiert, die es ermöglichen, das Band zu spannen. Sollten Sie die Stabilisierungsbleche noch nicht beim Zusammensetzen der Säulen verbaut haben, setzen Sie diese nun ein. Jetzt sind Sie mit dem Aufbau der Hebebühne fertig.